Hallo zusammen und willkommen zurück zu Railroad Corporation und dem Bürgerkriegs-DLC. So, wir hatten hier neue Züge eingerichtet, ne, die ja so ein bisschen Passagierverkehr und so weiter realisieren sollen, in der Hoffnung, dass wir da kontinuierlich Geld verdienen, ohne was auszugeben, weil die Ticketpreise ja direkt bezahlt werden und wir die Leute da nicht bezahlen müssen dafür, dass sie einsteigen, so wie das eben mit Kohle der Fall ist. So, und davon wollen wir noch ein bisschen mehr machen. Im Augenblick sieht es aber finanziell gar nicht so gut aus. Und wir hatten einen Auftrag angenommen, 6 Warenladungen Fleisch an die Armee zu schicken in Albany. Und da müssen wir natürlich eine Verbindung hinten schaffen. Und das, das dauert ein bisschen. Ne? Ich weiß gar nicht, wo Fleisch überhaupt herkommt. Oh Gott, da hätte ich vielleicht hätte ich danach gucken sollen zuerst. Weil ich muss ja auch noch in irgendein Schlachthaus anschließen. Oh wei. Verdammt. Da hätte ich vorher gucken sollen. Ne? Mal gucken. Fleisch produzieren. Ich, dass das hier oben irgendwo ist. Das wäre natürlich auch gut, wenn wir komplett auf der Strecke des Gegners fahren. Hier wird Fleisch produziert. Da muss aber erst Getreide geliefert werden. Ja, wir haben immer noch die Möglichkeit, Fleisch in den Häfen einzukaufen. New Haven. Macht's aber nicht. Haben wir noch eine Hafenstadt? Providence, was kriegen wir hier? Ne, die hatten keinen Hafen. Hat Boston einen Hafen? Oh, doch, die haben. Das ist auch Baumwolle, ne, was wir kriegen. Baumwolle. Das ist gar nicht gut. Oh, ich hätte den Auftrag nicht annehmen sollen, beziehungsweise vorher nochmal genauer gucken. Das heißt, wir verlieren so ein bisschen Reputation und dann kriegen wir auch keine weiteren Aufträge. Naja, sei es drum. Wir gucken hier so ein bisschen zu, wie sich der Zug hier den Berg hochkämpft. Ne? Voll beladen, denkt man, aber es ist eigentlich gar nicht so viel. Nur 2 Waggons dran und der hier in Zug 4, der muss warten. Doof. Aber interessant, dass hier so die Abschnitte eben so, wie man sie gesetzt hat, ne? Und hier Signale und so, dass die dann da stehen bleiben. Der steht halt jetzt so mitten auf der Strecke. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn ein Zug zurückfahren wird, soll. Ja, ich vermute, dass er dann im Bahnhof wartet, bis der eben einfach vorbei ist und die Strecke wieder freigegeben hat. So, erstmal ist er weg. Jetzt wird wahrscheinlich 3 wird gewartet, ne? Deswegen wartet er. Dann wird 4, genau, jetzt wird 3 aufgefüllt. Und 4 macht sich auf den Weg. Oder muss der hierfür auch? Vielleicht muss der auch aufgefüllt werden. Okay, und hat einfach gewartet. Ja, so vergeht hier die Zeit. Die Tage. Wir haben 26.000. Okay, das reicht für 9 Zug, aber ich weiß noch nicht genau, wohin damit. Ich guck mal in die Zugliste. Was macht 4 eigentlich? Der fährt von New York, New Haven, Hartford. Ne? Das ist die Linie. Da ist er jetzt auch schon unterwegs. Die Sache mit den Aufträgen hier, das wäre nicht schlecht, ne, wenn wir das wirklich machen würden. Ich guck mal, wie viel wir hier schon. Ne, weil bald nehmen die keine Kohle mehr an. Das ist problematisch. Wir brauchen die anderen Sachen hier. Ja, was nehmen die noch? Salpeter? Achso, ne, das ist Pyrit. Wir kriegen das irgendwo von hier. Wir wollten es hier einkaufen. Okay. Moment, das können wir schon mal machen, wenn wir hier gucken, ob das geht. 9000, ja. Ich kaufe das mal. Dann, was ist hier? Kohlemine? Achso, boah, so viel Geld. Was soll man das hier haben? Was ist das hier? Arbeitsmarkt? Haben wir überhaupt jemanden, um die Leute einzustellen? Büro? Ich glaube nicht, ne? Oh, Verträge. 12 Waggons Kohle nach Greenville. Haben wir die schon angeschlossen? Nee, ne? Leider nicht. Greenville wollen wir aber anschließen wegen Getreide.
Da geben sich Möglichkeiten. Aber die Strecke nach Greenville ist wegen der Brücke sehr teuer. Das geht einfach noch nicht. Hier ist eine Abstimmung. Ich glaube, wir können da noch keinen Einfluss nehmen. Wir brauchen nur einen Lobby-Dingsbums. Nehmen wir den. Wir kaufen. Uff, ist das teuer. Krass, ein Waggon. Salpetert. Oh. Okay. Dahin. Bestätigen, fahren wir los. Wir könnten, wenn wir in Hartford eine Werkstatt haben. Ja, natürlich nicht in New York. Wir könnten dem Zug hier noch sagen, dass er in New York anhalten soll. Ups, wo ist er? Hier Nummer 5. Bahnhof hinzufügen, New York. Hallo? Ja, hier. Bahnhof hinzufügen. Achso, dann geht es so. Ja, also die sind. Hey, ich dachte, die sind hier. New Haven, New York. Ja, okay, die sind alphabetisch sortiert. Und dann hier. Nee, Moment. Doch einladen, natürlich. Und hier nicht, sondern da so. Ja. Das ist der Plan. Weil er auf die Art ab und zu mal. Wo fährt er denn gerade hin? Der musste jetzt hier hin, weil es hier nicht lang geht, oder wie? Das ist merkwürdig. Was mit Zug 1? Der wartet, ja, er hat Vorfahrt. Warum fährt der jetzt dahin? Ah, Wegfindung nicht so einfach, ne? Wir gucken da mal kurz zu, wie der seinen Weg findet. Das ist schon merkwürdig, ne? Warum er der erste rübergefahren ist. Ich meine, ich habe gerade den Plan geändert. Vielleicht liegt es daran. Güte, das ist auch so langsam, ja, das ist voll beladen, deswegen hat gerade so gereicht. Fährt hier 7 Meilen oder was? 7 Kilometer pro Stunde. Ich glaube, eine Forschungsabteilung sollten wir machen und ein paar Leute einstellen. Können wir uns nicht leisten? Warum? Weil schon wieder Räume, oh, das ist so teuer. Wir haben nur 2 Räume frei, genau, und wir brauchen 3. Och. Dann 5. Ja, okay, wir können uns das leisten. So, und dann fangen wir mal an. Wir haben. Ist das die John Bull? Ne, wir haben Best Friend. Wie? Und da geht nichts. Es geht gar nicht besser. Ah, auch blöd. So, hier und maximal. Das dauert 94 Tage, 93 jetzt noch. Dann haben wir wenigstens von der die Zugkraft, aber wir haben natürlich Best Friend eingesetzt. Weil die billiger ist. Hier ist aber nichts. Nichts zu erforschen im Augenblick. Na hier. Dümpelt er wieder vor sich hin. Das ist natürlich, da habe ich auch nicht drauf. Also ich bin davon ausgegangen, dass ich die verbessern kann, die Züge. Also alle, auch die. Das ist. Kauf eine neue Lokomotive und übernimm die Route. Ja. Und dann die John Bull. Wenn man sich leisten, geht nicht. Was ist denn, wenn wir die verkaufen? Geht das sofort? Jetzt ist es halt gerade, naja, wenn er abgeliefert hat. Glaube ich, dann ist das besser. Dann verkaufe ich den dann. Hm.
Und dann kaufen wir eine neue. Das geht irgendwie gar nicht, dass die hier so lang zuckert. Aber das geht wahrscheinlich auch für alle anderen. 5 ist hier auf dem Rückweg. Hat der überhaupt schon mal Geld verdient? Er ist jetzt auf dem Weg. Ach so, der fährt immer da lang. Das heißt, der könnte eigentlich auch. Nee. Ja, doch schon, aber dazwischen, Moment, wenn wir mal New Haven nach oben und in New York ausladen. Zug ist überladen. An welcher Stelle? Hier, weil er... Moment, das soll er nicht beladen. Oh Gott, kriegt er das hin? Von New Haven nach Hazardville. Dann wieder nach New Haven, dann lädt er ein, lädt aus. Lädt ein, lädt aus. So will ich es haben. So, jetzt müssen wir noch gucken, wo er gerade ist. Und wir sagen hier überspringen, überspringen, überspringen. So, dann kann er da schon mal Geld einfahren, hoffentlich. So, aber der hier zuckelt gerade los. Ich schmeiß das weg. Vielleicht ist das der bessere Weg. Zu sagen, wir nehmen nicht so viel Post mit. Schmeißen die einmal weg. Dann ist er deutlich schneller unterwegs. Neue Gesetze. Ich weiß jetzt nicht, ob die mich betreffen. Wir haben hier eine Frage Getreide. 13 Waggons, auch nach Albany. Ich sag erstmal nein. So, er hat jetzt keine Post eingeladen, weil er die hier hätte laden sollen, so rum. Falsch eingetragen. Okay, ja, nicht so einfach, hier den Überblick zu behalten und das alles auf die Reihe zu kriegen. Das ist doch sehr minutiös, alles zu planen und immer aufs Geld gucken. Jetzt können wir hier gucken, wie viel wir Salpeter schon haben. 1, okay. Unser Kohlezug, welches ist er hier, ne? Können wir den verkaufen? Gerade mal, das ist das. Nee, das ist der Bericht. Warum? Zerlegen. Jetzt 1000. Ja, weg damit. Weil Kohle haben wir jetzt schon genug. Wir müssen die anderen Sachen. Wo sei Peter herbekommen? Dass ich wieder gucken muss. Der Fall war, wo wir das herkriegen. Nee, ich meine nicht Salpeter, ich meine Pyrit. Das andere. Gibt es da keine Übersicht? So eine Warenübersicht? Scheinbar nicht. Ah, hier oben ist es, ich sehe schon. Wir haben nur eine Mine, die Pyrit liefert, oder? Hier drüben ist auch noch eine Erzmine, aber auch die ist schon vom Gegner angeschlossen. Da müssen wir sehen, wie... Ich glaube, hier lang ist vielleicht billiger. Mal gucken. Wenn wir sagen, wir schließen uns da an das Netz an vom Gegner. Ich mache ja irgendwie mal eine blöde Schlängelinie. Nee, Quatsch.
Kostet 17.000. Nee, ich meine, ich will es natürlich gerade haben. Es ist krummer geworden, als ich es eigentlich haben wollte. Ich wollte so ein bisschen der Gegend hier folgen. So, es ist trotzdem 19.000. Ja, aber ich fürchte, wir müssen es machen. Weizenfeld in Greenville. Oh, wenn ich das. Ah, das wäre so schön. Der hier kriegt alles, ne? Die Konkurrenz hier, die kauft ja. Wo hat der so viel Geld her? Ärgerlich. Aber das ist das hier, ne? Was er jetzt schon angeschlossen hat, wo ich sagte, ich komme da nicht rüber, weil die Brücke so teuer ist. Tja, was habe ich davon? So, aktive Forschung. Machen wir Leistung. Moment, hier können wir ja zwei Sachen. Ja, nee, wir machen nicht so viel. Wegen der Kohle. Lieber so nach und nach. Kostet ja alles Geld. Tja, Geld. So wenig. Also nicht genug, um eine neue Lok zu kaufen. Das ist echt ärgerlich. Wie sieht's denn? Ach, Kredit haben wir, also oder Anleihe hatte ich aufgenommen, ne? Haben wir zurückgezahlt. Vielleicht sollten wir das nochmal machen. Das ist echt merkwürdig, dass man so und so, dass dann andere Preise angezeigt werden. Kohlemine. Hier. Ich kann mich nie und nimmer dermaßen verschulden. Das geht nicht. Aber ich kann es ihm auch nicht überlassen eigentlich. Also, wir können noch Kredite aufnehmen. Und alles so böse verschulden. Nee, das halte ich für keine gute Wahl. Für unsere Bankroll ist nicht groß genug dafür. Ja, dann wird das wohl seine Kohlemine. So. Ob es den Vertrag noch gibt? Nee. Holz nach Salisbury. Wo kriegen wir Holz her? Auch nicht wirklich in der Nähe. Hier oben. Aber ich glaube, ich probiere es mal ganz kurz aus. Ich glaube, dass ich an den fremden Bahnhöfen. Oh doch, das geht. Das heißt, ich kann hier sowas machen. So, den Vertrag. Den nehmen wir mal. Kaufen eine neue Lok. Und sagen, die soll hier Holz einkaufen und es hier verkaufen. Bestätigen wir erstmal. Können wir das hier noch machen, dass der mal losfährt. Und die Kohlelieferung, ja, das ist irgendwie gestorben. Andererseits könnten wir die Kohle natürlich anderweitig bringen. Aber von den Städten hier auf unserer Seite will es keiner mehr haben. Okay, die haben jetzt damit begonnen. Aber ich glaube, dass die vor uns fertig werden. Also die haben schon 12. Ach so, das sind nicht mehrere Städte, ne, sondern die Anzahl der Konkurrenz. Beim letzten Mal hatte ich das irgendwie. Falsch gelesen sozusagen. Tja, an den Auktionen können wir uns nicht beteiligen.
So, der will noch Kohle haben. Jetzt fehlt. Vielleicht können wir das machen. Vielleicht schließen wir den an. Das sind halt 16.000. So viel Geld weg, ne? Bloß heute, weil sie hier so einen Graben ziehen mussten. Ja, dann würde ich den nächsten Zug Holz oder Kohle hier hinbringen. Und dann nehmen wir Post mit zurück. Oder, ja, Post wollen die hier noch nicht haben. Also dann. Was die noch anzubieten haben? Nee, dann halt Personen. Es dauert so lange, bis wir hier ein bisschen was verdienen. Wir müssen ja, wir haben ja Kohle gekauft, ne? Holz, meine ich. Ist gar nicht. Also wir kriegen noch nicht mal Geld dafür, ne? Weil wir, erst wenn wir den Vertrag abgeschlossen haben. 12 Mal, das heißt, du musst 3 Mal fahren, um das zu machen. Naja, okay, jetzt haben wir einen neuen Zug. Konto überziehen. Ja, mach mal. Müssen wir ja jetzt ja gar nicht. Getreide nach Laconia. Nee, kann ich. Es tut mir so leid. So, wir laden Kohle rein. Verkaufen die hier, laden Leute ein. Wir nehmen die hier aus. Wir machen hier die Wartung. Und los. Ja, naja, so dümpeln wir hier weiter vor uns hin und haben noch kein Schießpulver geliefert. Wir können aber jetzt Holz liefern und Pyrit ist auch in greifbarer Nähe. In der nächsten Folge. Für heute wieder Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.